So, weiter geht's heute mit der Vorbereitung in FIFA und auf die neue Saison. Es geht halt tatsächlich weiter mit der Vorbereitung. Wir sind immer noch mit dem Thema mit den Transfers dran. Und dann haben wir schon bald wieder oh, da haben wir schon bald wieder Saisonbeginn, ne? Pfenninger, 200.000. Ja, wäre eine Alternative halt für den Angriff, aber ich muss zwischendurch mal auch Spiele abgeben. Ja, leider ist tatsächlich das Dings, der Transfer von Dolberger geplatzt zu Darmstadt, und da ist ein, was ist denn da jetzt, also es kann nur Fenninger sein, oder? Eigentlich, oder Zenorano? Ja, nach Union, oder Unia Craiova in, nach Rumänien. Genau, der wechselt zu den jetzt. Und das ist der nächste, also zwei Abgänger. Wer ist das jetzt? Pfenninger, ja, Newport. Ja gut, das ist, glaube ich, Australien. Ja, ist das England? Ja, England ist das, glaube ich, noch. Aber ich habe jetzt. So, gut, okay. Wir haben jetzt ein bisschen was aus, wieder mal an Spielern abgegeben. Sheffield United. Delegieren. Oder komm, wir machen eine Verhandlung draus. Guck mal, ob wir den sofort abgegeben bekommen für das Geld. So. Ich möchte gern eine neue Transfersumme vorschlagen. Und zwar möchte ich gerne für euch 1,5 Millionen haben, wenn ihr das zulasst. Gegenangebot, ihr bleibt also bei diesem 0,05. Ich kann ein bisschen runtergehen. Ich gehe mal auf 1,45. Mal gucken, ob sie was sagen. 1,1. Treffen wir uns in der Mitte bei 1,3? Scheiße. Das war jetzt tatsächlich nicht so geplant. Okay, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, 1,3 kann ich ihn abgeben. Was haben wir denn aber jetzt als Budget? So, ich versuche jetzt was. Da ich jetzt natürlich ein bisschen was auf meine Jugendspieler setzen werde in der Saison, klar. Ich werde gucken, ob ich Sterner verpflichten kann. Für das Geld. Ich möchte ihn gerne behalten. Weil dann hätte ich meine Alternative, meine ganzen Wunschspieler wieder dabei. Er wäre bei 3,1 Millionen als Wunschspieler. Mal gucken, ob ich verpflichten bekomme. Er hat leider kein Transfer-Dings. Ich brauche ja einen Stürmer eigentlich offiziell, ne? Mal gucken, was 6 Millionen Marktwert, denn wenn man noch nicht verpflichtet bekommen. Theoretisch wäre das eine Alternative, aber ich gucke gerade, ob ich da überlege, ob ich wirklich vielleicht mal könnte man noch holen. Es sind ein paar Kandidaten dabei. Der hat mir ja natürlich extrem viel geholfen. Wahrscheinlich nicht kommen, ne? Ja, da ist der Scout noch dran, ne? Bei vielen Spielern. Ne, bei Sterner weiß ich's. Kaufvorschlag. Aber man verpflichtet bekommt für das bisschen Geld. So, ich guck mal, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er für das Geld wechseln wird. 2,5 würde ich euch bieten für den Spieler. Okay. Wäre natürlich ein Top-Deal. Das wäre natürlich ein Top-Deal. 21%, aber das ist halt egal. Ich will ihn erstmal nicht verpflichten. Ich will ihn jetzt erstmal nicht abgeben. Ich würde ihn gerne als festen Transfer verpflichten und ihn als absoluten Superstar irgendwann aufbauen. Akzeptieren. 5 Jahre.
Ja. Natürlich haben wir es jetzt durch. Was verdienst du gerade an Geld? Okay, du verdienst 7.000. Ich werde jetzt aufs 8 gehen und einen Einstiegsbonus von 100.000. Ist das für dich richtig? Yes! Wir haben unseren vierten Leihspieler fix verpflichtet. Und damit herzlich willkommen zurück, Jonas Sterner. Du solltest das Gesicht, das wir uns feins werden. 2 Millionen hat er uns gebracht bisher. Sehr geil. Ist eine 70er Bewertung, wird auf jeden Fall irgendwann die rechte Seite eingeplant. So, damit haben wir ihn erstmal unter Dach und Fach. So, jetzt gehe ich auf die Mannschaft. Gehe ich auf die Teamzentrale wollte ich eigentlich gehen. Aber ich gehe erstmal auf die Dings. So. Bin du raus? Ja, muss jetzt leider Cavallio wieder weichen. Aber. Ja. Eventuell kann Cavallio für die CF für links. Kann Cavallio auch theoretisch links auch spielen, oder? Wäre eine Idee für George mit dem Wechsel. Oder? Sehe ich das gerade falsch? Nee, kann nur rechts spielen. Ja, schade. Warte mal, Sterner kann ja auch. Sterner kann. Theoretisch kann Sterner auf links gehen. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Taktiken. Rollen wir nicht. Lippert wird jetzt der neue Kapitän werden, weil er ja der ehemalige noch einzige noch ursprüngliche Spieler ist. Es ist halt viel mit kurzer Freistoß. Du solltest bestimmt nicht auf kurzen Freistoß gehen. Ecklauf kurz. Kurzer Freistoß links, rechts. Langer Freistoß, okay. Ja. So, damit hätten wir zumindest ein bisschen die Mannschaft umgestellt. So, ich gucke jetzt gerade, was die genau Zielzentrale war der Plan. Wie der Nummer. Jonas Sterner soll ja die 20 wieder kriegen, die ja auch ursprünglich hatte. Hugo Ferreira hat die jetzt offiziell, aber die kriegt er wieder abgenommen. Der Englisch Schulz. Offizier. Ah, hier so. Genau. 16. Eckig die 18. Oder? Warte, was hat er denn jetzt nochmal? Ja, dann nehmen wir die, gibt er die 18, dann ist es die Nummer, wo er dann, welchem Alter er sein Profi-Debüt gegeben hat. Ja, dann haben wir auch tatsächlich sehr viele Spieler mittlerweile, die wir behalten haben. In der neuen Saison. In der alten Saison, so. Ja. Die wir mitgenommen haben in die neue Saison. Ein bisschen aufgebaut mit vielen Talenten. Es geht ja rein um den Klassenerhalt. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr schon in die Bundesliga aufsteigen. Das wäre natürlich ein Schritt zu viel. Aber es ist halt der nächste Deal, der jetzt uns wieder ein bisschen bringt. Was bringt. Gut, dann gehen wir mal weiter. Nächster Ge Gegner ist ja schon Ingolstadt. Sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Jetzt gehe ich mal auf Verhandeln. Malmö möchte haben. Ich habe nicht gesagt, nö, ich will auch nicht. Handelst du gerade irgendwo? Bist du gerade dran am Verhandeln irgendwo? Nee, bist du nicht, ne? Dann gehen wir mal auf Verhandeln. Stimmt, die haben mir gesagt, die machen es nicht. So. Neue Transferangebote. Ich gehe mal auf 1,5 Millionen. Ich gehe das auf das, was ich haben wollte ursprünglich. Gegenangebot. Neue Transferangebote.
Ich gehe auf 1,4. Dann machen wir das Deal. Machen wir den Deal nicht. Das Wort jetzt wieder heißt. Nee. So, das Ding mit Ingolstadt war ja so in der nächsten Folge. So, da ist der Abgang. Neuenberger hat den Club verlassen. Oder wird den Club verlassen wahrscheinlich. Ja. Wechselt für 1,1 Millionen am Malmö und wir kriegen 4%. Also wenn der für 10 Millionen geht, haben wir 250.000, glaube ich. Bin ich richtig. Oh ja. Quatsch, 250.000. Oder? Nee, Quatsch. Ja. Also ist egal. Warte mal, 4%, 25%, wenn er für 250.000 ist, kriegen wir 100.000 oder 10.000 oder sowas. Ja, je nachdem. Muss mal gucken, was er bringt. Also 4% jedenfalls haben wir als Dings. So, damit haben wir den nächsten Abgang unter Dach und Fach. 750.000 haben wir uns gebracht. Ja, ich wollte anderthalb haben, ne? Ich wollte ein bisschen mehr Geld haben. Was haben wir denn das Budget im Moment? 800.000. So, gut, dann gucken wir mal Transfers, ob wir doch mal den einen oder anderen Spieler verpflichtet bekommen. Vielleicht mit ein bisschen Schuler, den würde ich ja gerne verpflichten. Wir werden den als Leihe. Ich werde ihn jetzt verpflichten, versuchen zu verpflichten. Ich halte sehr viel von ihm. So, Transfersumme angebieten, das haben wir denn 800.000, ne? So, gucken wir mal. Er wird nicht für das Geld stehen lassen, bin ich mir versichert. Ja, ist auch mir klar. Deswegen wollte ich ihn erstmal leihen. Okay. Ich brauche einen Stürmer. Leihe vorschlagen? Auch nicht. Ist auch nicht leihen, ne? Doch, die Bukoko wieder wäre theoretisch eine Leihoption. Leihe zum Kauf. Ein Jahr erstmal. Ja. Ablösesumme. 5 Millionen. Ach. Das wird nicht passieren. Angebot absenden. Das war klar. Ah, ich hätte die Leihe, normale Leihe nur mit reinnehmen müssen. Ah, nicht passieren. Schalter Royal. Ach, der wird nicht für das bisschen Geld kommen. Spielertau brauche ich nicht. Transfer-Summe vorschlagen wird auch nicht passieren. Nicht bei der. Der wird nicht kommen für 750.000. Das wird mir klar sein. Es sei denn, sie sagen natürlich. Das war mir klar. Ja, ich habe keine Kohle dafür. Das ist das Problem. Ich muss dann wieder auf Talente gehen. So, Leihe mit Kaufoption. 2 Jahre. Eine Kurzleihe, Leihe. Ich werde ihn erstmal für Leihe. 2 Jahre, geht auch nicht. Warum will er nicht auf 2 Jahre gehen? Warum will er nicht gehen für 2 Jahre? Von ihm hatte ich eigentlich relativ viel, muss ich sagen. Ich gehe mal gucken, aber ich kriege. Transfersumme anbieten. Die werden aber auch nicht für 500.000 hingeben lassen. Oh, doch. Ja,
Den wollte ich schon haben zum ersten, bevor der erste sagen. Es ist für mich ein grundsolides Talent und ich bin halt so ein Fan davon, von Talenten. Perspektivspieler auf jeden Fall irgendwann. Ja, doch, komm. Dann mach es so. 5 Jahre. Freigabesumme leben ab. Brauchen wir nicht. Und herzlich willkommen, bin Kleefisch. Für eine gute 500.000 wechseln. Ja, damit haben wir RB das zweite Top-Talent abgenommen. Und das ist nur eine 10-Bewertung. Also ja, es hätte ein bisschen weniger kosten können, aber ist egal. Ich werde ihn jetzt nehmen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich noch einen Spieler, noch einen Stürmer geliehen bekomme. Oder ich werde mir noch mal einen Scout losschicken. Ne? Ja, Scout ist vielleicht noch mal eine Alternative. Wir werden es über einen Scout machen. Also nicht über einen Scout, über einen Dingspieler. Über einen Jugendstab. Weil ich mir das nächste Talent holen. Dann brauche ich jetzt nicht unbedingt das Geld einzugehen. Nee, ernsthaft. So, ich brauche einen. Mal Jugendstab war das. Nee, was war das? Die Scout-Spielaufträge brauche ich nicht. Scout-Bericht brauche ich auch nicht. Was war das denn? Jugendakademie war das, ne? Ach. Genau. Jugendakademie war das. Ich habe 2 Spieler da. Das ist ein zentraler. Wir brauchen. Japaner, ja. 72 bis 86er Talent. Aber ich brauche jetzt mir nicht die ganze Zeit. Ich habe leider nicht allzu viel. Scout-Berichte, da war's. Das wollte ich gucken, ob die noch was haben. So, Scout. Angreifer. Ja, du hast halt nur so ein paar Talente, ne? Position 4 versprechen. Ich darf halt keine. Wer Alternative? Matsuda, das ist 19 Jahre alt. Das ist, ich darf halt keine freien Spieler verpflichten, das ist das Problem, sonst würde ich so gerne. Glaub mal. Also es ist halt das Problem. Ich habe halt gerade noch nichts. Nee, dann alles gut. Wir werden es doch kriegen, irgendwie hinkriegen. Wir haben ja 2 Spieler, die es da spielen können. Gut, in der nächsten Folge geht es dann los mit dem Saisonauftakt gegen die. Ah, warte mal, Ben Kleefisch hat ja nicht 38, 48 normalerweise gehabt. Ja, komm, wir lassen ihn auf der 7. Passt so. Gut. In der nächsten Folge. Warte mal, machen wir es kurz erst vorher noch schnell, wenn wir den auf die Dings setzen. Auf die Bank erstmal setzen, damit er ein bisschen Alternativen hat. Wie in George, der ja sowieso gehen soll, angeblich. Deswegen werden wir halt viel auf Talente gehen. Es wird halt vieles viel über Talente halt passen. Gut, in der nächsten Episode geht's dann los mit der Saison. Wir starten in die zweite Liga mit unserem Top-Talente-Team Bayreuth und dann hoffen wir mal, dass wir dann einen guten, erfolgreichen Saisonauftakt leben. Bis dahin und tschüss.